Hallo, herzlich willkommen zu Rian Tower Games. Mein Name ist Gonis. Mein Name ist Johannes Brot. Und wir spielen The Longest Journey. Ich weiß für nicht, den PC. Geht. Ich weiß nicht, ob ich das gesagt habe. Mein Tagebuch. Wie guckt man ins Tagebuch? Ah nein, was machst du denn da? Ich habe keine Ahnung, ich hab's weg da, gespielt. Oben rechts, da. Und jetzt Tagebuch. Aha. Ja, das kenn ich schon. Das nicht schon? Ja, du musst ganz noch ins Ende. So weit, wie es geht. Sonne am 29. Juli 2209. Wenn meine Urgroßenkel dieses Buch in ein paar hundert Jahren auf dem Speicher finden, lachen die sich tot. Ich weiß nicht, ob ich mich an gestern Abend überhaupt erinnern will, aber ich weiß, dass ich das Ganze bestimmt nie vergessen werde. Also, wenn ihr jemand abdreht, dann nicht nur ich, alle haben es gesehen. Aber was an meinen Träumen ist denn nun echt und was nicht, da kann mir nur Cortez helfen. Großartig. Der Einzige, der mir sagen kann, ob ich verrückt werde, ist ein Kerl, der mit Sicherheit selbst durchgeknallt ist. Oh Mann, ein toller Auftakt zum Wochenende. Ja, wer sich nicht mehr weiß, was das war, aus der Jukebox ist einfach mal so ein komisches Erdmännchen rausgesprungen und hat Flöte gespielt. Ja, und jetzt geht's weiter. Johannes Brot spielt jetzt, denn das ist das zweite Kapitel, dessen Namen ich nicht mehr weiß. Die Kante des Spiegels. Nee, irgendwas mit Alice im Wunderland. Ja, irgendwas mit dem Spiegel. Hinter den Spiegeln. Hinter den Spiegeln. Mal gucken, ob ich das Spiel hinkriege. Ja, Johannes Brot spielt, hab ich gerade schon gesagt. So. Was? Wir haben jetzt ja gar keine Aufgabe Doch, mehr. Doch, Cortez finden. Okay. Das darfst du nicht nochmal ansprechen, sonst musst du Geld bezahlen. Hallo, vielleicht weißt du, wo Cortez ist. Ablecken heißt das, oder? Guten Morgen. April, hast du je an deinem Geisteszustand gezweifelt? Ich meine, hast du schon mal geglaubt, du wirst verrückt? Ja, jetzt gerade. Unbedingt. Unbedingt. Dann verrat mir, wie du damit klarkommst. Verdrängst du es oder redest du drüber? Ich weiß nicht mehr weiter, April. Du musst mir schon etwas mehr darüber erzählen. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Was ich gesehen habe... Was hast du gesehen? Gestern Abend haben Mickey und ich hier im Wohnzimmer einen Film gesehen. Einen Dokumentarfilm über Mexikos synthetischen Regenwald. Weißt du, der Wald, der 8-mal so viel Sauerstoff herstellt wie die alten organischen Wälder. Ich habe davon gehört. Ich schweife ab. Jedenfalls mitten im Film, wahrscheinlich drehe ich durch oder was, wurde das Zimmer zum... Es war mir wie eine Vision und es war kein Hologramm. Was für eine Vision? Das Wohnzimmer hat sich in einen Wald verwandelt. Was? Es war, als käme der Wald aus dem Bildschirm ins Zimmer. Wie mitten im Holotheater, aber mit höherer Auflösung, Erscheinungen und Gerüchen. Es hat nur ein paar Sekunden gedauert, dann ist alles einfach verschwunden. Hat es außer dir noch jemand gesehen? Mickey, aber sie schweigt sich aus, meint, unsere Fantasie sei überreizt. Da frage ich mich, ob ich endgültig reif für die Klapsmühle bin. Das kennen wir bei Zangen. Im Café ist gestern Abend etwas ähnlich Seltsames passiert. Was denn? Gestern Abend erschien im Café, vor allen Leuten, ein Wesen aus dem Nichts. Wie euer Wald. Es war nur wenige Sekunden da und verschwand dann plötzlich. Alle haben es gesehen. Ach, Liebes, was geht hier noch vor sich? Langsam bekomme ich Angst. Ich weiß es nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Cortez damit zu tun hat. Cortez? Wie das denn? Das weiß ich leider auch nicht, aber ich würde es gern wissen. Er gibt uns allen Drogen. Hast du Cortez heute schon gesehen? Nein, Liebes, er scheint nicht da zu sein. Hast du eine Ahnung, wo Cortez steckt? Leider nicht. Er könnte sonst wo sein. Naja, er sieht sich gerne altmodische Filme in so einem alten Kino an. Frag mich aber nicht, wo. Wo? Wer könnte wissen, wo es liegt? Zack vielleicht. Ist schließlich unser selbsternannter Filmexperte. Red mit ihm, Liebes. Super. Na toll. Ausgerechnet Zack, mein Busenfreund.
Würdest du Cortez ausrichten, dass ich ihn suche? Gern, Liebes. Falls ich ihn sehe. Danke dir. Ich habe keinen Bock mehr, weiter mit dir zu reden. Oder? Ich muss los. Wo sind die Untertitel? Gib auf dich acht, Liebes. Oh ja. Moment. Ich muss mal das im Hauptmenü einstellen oder so. Für die Leute, die nicht hören können. So, dann gehen wir doch mal zu Zack, unser bester Freund. Wo wohnt er da? Nee. Ja, genau, bei Charlies Wohnung wohnt er. Hey. Gott. Ja, schlender da mal ganz gemütlich hin. Du. Oh ja, Entschuldigung, ich weiß noch nicht, wie das geht. Wie geht das? Doppelklick. Dass ich das jemals tun müsste, hätte ich nie gedacht. Sie macht einmal so und dann das ist eine Klingel, die sich anhört wie ein Klopfen. Ah, voll die geile Idee. Sieh mal eine an. Die Prinzessin klopft tatsächlich an meine Tür. Nein. Das würde ich ja gerne machen. Nee, dann sagte dir das aber nicht mehr. Das Mittlere ist doch gut. Mach dir keine falsche Hoffnung. Wenn, dann machst du dir Hoffnung, Baby. Du kannst froh sein, wenn ich dir nicht die Tür ins Gesicht knalle. Tu mir erst noch einen Gefallen, ja? Gib mir einen Grund dafür, Baby. Du willst einen Grund? Na schön. Wie wär's mit einer Verabredung? Ja, cool. Heute Abend. Ist gut. Wir treffen uns also heute Abend beim Pavillon. Und gehst du aufs Ganze? Wie? Tja, wenn ich meine VIP-Karte und meine Pillen einbringe, Baby, dann muss es das auch wert sein. Bist du dabei? Das wird sich zeigen, Zack. Mach bloß nicht den Verschwindemax, Baby. Wenn meine Guckerchen dich den ganzen Abend nicht finden, stehe ich ziemlich blöd da. Und das hätte ich gar nicht gern. Ich werde brav sein und kommen. Kluges Mädel. Warum nicht? Also, was willst du wissen? Hey, ich würde das unten machen. Wo gibt's ein Kino, in dem alte Filme laufen? Das alte Filmkino. Da gibt's mehrere, aber nur eines mit guten alten Filmrollen. Schätze, das meinst du, Baby, oder? Warum? Weil Cortez dort gerne herumhängt. Und den suchst du doch, stimmt's? Ja, alles doch nein. Nicht. Nein, ich muss nur was für mein Bild in Erfahrung bringen. Baby, für wie blöd hältst du mich? Ich hab euch zusammen gesehen. Was findest du an dem Typ? Sein Alter? Seinen Charme? Seinen unterentwickelten Sinn für Mode? Es ist anders, als du denkst. Hey, das kann mir doch egal sein. Heute Abend gehst du mit mir aus und morgen früh denkst du nicht mal mehr an den alten Irren. Also, wo ist Cortez? Wenn er nicht draußen sitzt und liest oder sonst was tut, ist er meistens im Mercury-Kino. Mercury. Die spielen alte Filme vom Projektor ab. Wie im verdammten Mittelalter. Glaube ich nicht, dass sie da einen Projektor hatten. Wo liegt das Kino? Ich weiß nicht mehr, in welcher Straße das Kino liegt. War ewig nicht da. Auf jeden Fall steigst du in Metro Circle aus und gehst durch den Ostausgang. Metro Circle. Es liegt beim Radio Power Gebäude. In der Nähe gibt's lauter Läden für Volljährige. Wenn du Zeit hast, bring doch was für heute Abend mit. Einen richtig versauten Film. Wahrscheinlich ihr Name ist Babe. Zack, ich glaube nicht. Vergiss es. War nur ein Witz. Hey, Baby, sei doch nicht so verkrampft. Hast du denn kein bisschen Humor? Ich arbeite daran. Danke für den Tipp und für die Info. Aber sei um 10 am Pavillon, klar? Ich warte nicht gerne auf meine Torten. Wir sind keine Konditor. Und denk nicht mal daran, mich zu versetzen, hörst du? Das wäre nicht klug. Dann bringt einen Wischen sonst um. Mir egal. Aber wie nett, dass er die Tür zugemacht hat. Ich pack ihm doch keine Torte, nur weil er das sagt. Ja, echt. Dann nehme ich hier lieber so einen scheiß Film mit. Friendchen Babe. Gut, dann gehen wir mal. Was war das? Metro Circle Ostausgang. Ja, ist halt der neue Ausgang in der U-Bahn. Hä? Ist doch ein. Da kann man jetzt bestimmt bei der U-Bahn aussteigen, oder nicht? Wie kommt man da hin? Ja, und da die Station heißt Metro Circle und da muss er dann den Ostausgang. Oh, die stehen da seit gestern, ne? Ja, aber da gibt es auch viel zu gucken, hier so Wand, Klärwasser. Ist aber nicht wiedergekommen. Ah, Entschuldigung. Ich sehe das immer gar nicht. Dass der Typ kurz weg ist?
So, wir haben ja Gott sei Dank eine Wii-Karte gekauft, ne? Ah, oh, durch Zufall, da kommt gerade ein. Ich stelle mich mal hinter die Säule. Dann können wir uns vielleicht schön diese alte Dame angucken. Oh ja, vielleicht sind jetzt ja andere drin. Ist ja ein neuer Tag. I don't think so. I don't think so. Die sind da. Aber er ist immer noch da. Ja, der fährt halt immer dann gerade irgendwie so. Zur Arbeit, ja. Was ist das? Ja. Alter, Full City. Oh, oh, nee, Taxi. Das alles Erste, Dealer. Was ich in allesamt. Newport gesehen habe. Ich liebe die Großstadt. Regenschirm. Regenschirm? Sex to see. Ja, die kann man mal wieder nichts machen. Wo ist der Ostausgang? Ich werde doch mal länger da. Aufzüge? Das ist alles Aufzüge. Hier oben, hier muss ja rechts sein. Ostausgang, vielleicht. Das ist eine Nutte. Oh, und der ist tot. Hey, die schlagen hey, sich. Hey. Und was ist sie? Ein Dealer. Und ein Streuner. Und ich. Und April. Hab ich gar nicht erkannt, weil sie so gelaufen ist. Komm, jetzt spricht er mit ihr. Nee, ja, du bist mir zu teuer. Streuner an. Ich glaube, er verkauft gefälschte dreifach Extra-Cools. Oh, die sind richtig schlecht. Extrem suchterzeugend ja, und pusten einem das Hirn raus. Buchstäblich. Mm. Mm. Der arme Kerl ist völlig hinüber. Aber wenigstens ist er nur betrunken. Ach, Amatin. Und nicht auf Amatin. Guck mal, die gehen gerade weg. Okay, ja. Wo will ich hin? Ich liebe das, wenn Leute weggehen. Club. Ein beliebter Laden. Aber wir nicht ins Kino. Glück. Wo ist diese Power Radio Station? Das ja, und hier soll irgendwo das Kino sein. Ja, was ist denn da, wenn es da rot wird? Spirituosenladen. Usen. Du musst mal länger an einer Stelle bleiben. Mit dem mach ich doch die ganze bei dem Zeit. Roten, mit der ein Spirituosenladen. So. Und links war zu U-Bahn? Ja, aber eigentlich kommen wir das doch hierher. Das macht keinen Sinn. Ist noch irgendwas Rotes? Da. Die Straße hinab? Ja, das würde ich mal machen. Okay, in die Richtung kann man. Ah. Mercury. Da putzt Cortez. Stimmt. Dicker Kerl. Erstmal angucken. Der sieht aus, als arbeitet er im Kino. Age? Und macht Kotze weg. Mülltonne. Ich kann nur nicht Müll nehmen. Ja, möchte ich gerne nehmen. Ach, Lady, spielen Sie nicht ach damit rum, ja? Lassen Sie es bleiben. Auffälliger Typ. Der Typ ist so auffällig. Garantiert ein Polizist auf Beobachtungspost. Schleim. Was geht hier ab, ey? Grüner Schleim. Warum soll ich nehme jetzt grünen Schleim mit, okay? Lady, hören Sie auf, den grünen Schleim mitzunehmen. Der gehört mir. Es wächst und wächst und wächst. Sie riecht daran. Riecht nach Kerosin. Och. Haben wir es jetzt mitgenommen? Nee. So, vielleicht braucht man irgendwas, ja, weil es da noch ist, oder? Ja, aber was denn? Ja, rede doch erstmal mit den Leuten da, oder? Wir wissen ja noch gar nicht, was hier. Wir suchen noch Cortez. Sicherungskasten. Ja, ich rede mal mit ihm. Mit dem dicken Kerl. Verzeihung? Sind Sie ein dicker Kerl? Woll? 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 Heißt der so? Moment mal, Lady. Der, die wohnt noch bei der Fontaine. Leuchtschrift. Leuchte endlich. Okay. Woll. Gut. Und jetzt bleib so. Hörst du? Arbeiten Sie im Kino? Woll. Ich jawohl bin Freddy. Freddy Malone. Woll. Meiner Mama, Mrs. Dottie Malone, gehört das Kino. Hm. Hm. Das Kino gehört ihr. Sie führt es selbst wie ein richtiger Besitzer eben. Natürlich helfe ich ihr ein bisschen. Hm. Und was tun Sie, Sir? Putzen. Ich bin Platzanweiser, fege hier und mache nach der Vorstellung sauber. Dann gehen wir ins Kino und sag Eis. Meine wenn Mama, sich keiner, dann gehe ich Mrs. Dottie Malone sagt, und ich schütte bin Kerosin ein auf die Straße. Dampf in allen Gassen. Vielleicht hat sie recht. Hm.
Kennen Sie jemanden namens Cortez? Warum sollte er die kennen? Nee, kann ich nicht sagen, Fräulein. Nie gesehen. Na, ich feg mal eben weiter. Warum? Die reden alle wie in einem Hörspiel. Aber ich soll mich hier mit ihm treffen. Kennen Sie ihn wirklich nicht? Oh nein. Hören Sie, Lady, Sie sollten sehen, dass Sie hier verschwinden. Ich habe Cortez heute nicht gesehen. Er Lügner. Sie sagten, Sie kennen Cortez nicht. Er ist dumm zum Lügen. Schätze, ich kenne keinen, der so heißt. Also, Fräulein, lassen Sie mich mal mit meiner Arbeit weitermachen. Jesus, Maria und Josef, will denn die halbe Welt Cortez heute sehen? Ich will Hat das rein. Kino offen? Eher nicht, Fräulein. Eher nicht? Also erst vielleicht. Heute Abend. Ach so, ist da nicht ist Abend? Auch keiner drin. Wäre wohl auch nicht erlaubt. Trotzdem vielen Dank. Vielleicht weiß die geheimnisvolle Person was. Nun lassen Sie Freddy Malone mal weiterfegen, bevor seine Mama böse wird. Ja. Heißt du das? Der soll draußen sein, wenn ich staubsauge. Wo ist der? Gut, dann fragen wir mal ihn. Da läuft Casablanca. Hallo. Na, macht Spaß? Du solltest keine Fremden ansprechen. Hilfe. Der Hitler? Eben hat er doch noch ganz anderes geredet, ne? Er hat doch noch nie geredet. Doch, hat sich das verschoben. Ach, das hat er gesagt. Ja. Ach so. Ich bin schon gewundert, warum du das gesagt hast. Ah, ich bin doof. Ich bin weise. Ha, nein. Ich weiß. Ich weiß. Was machst du denn hier? Verzieh dich. Hilfe. Sind Sie im Dienst? Sind Sie im Dienst? Was meinst du mit dem Dienst? Naja, auf Beobachtungsposten. Verdeckte Ermittlungen und so. Du solltest schleunigst verschwinden, bevor es hier ungemütlich wird. Okay. Sie drohen mir? Jawohl. Wohl. Ja, das war voll aufschlussreich, ne? Die Tür führt gehen. In eine Gasse hinter dem Kino. Hintenrum, wa? Wohl. Abgeschlossen. Hätte das gedacht. Er hat den Schlüssel, ne? Oder so. Ich weiß nicht, kannst du dir nochmal den Stromkasten angucken? Hilfe! April hat einen Anfall! Ach, weil er davor steht, oder was? Ein Sicherungskasten. Der scheint gut zu funktionieren. Mit dem Strom im Kasten stimmt was nicht. Die Leuchtschrift am Kino scheint damit verbunden zu sein. Sie flackert ständig. Ja, was interessiert mich das? Ich muss den kaputt machen. Damit er damit beschäftigt ist und dann laufe ich schnell rein. Oder klaue ihn den Schlüssel. Finger weg! Das ist städtisches Eigentum! Oh. Ich muss ja erst den irgendwie wegkriegen. Detective steht da jetzt. Ja, wir müssen irgendwie einen illegalen Menschen holen und dann... Rennt er dem hinterher? Ich will das Kerosin hier mit aufwischen. Geht das dann nicht oder bin ich doof? Geht nicht, würde ich nur sagen. Sag dir dann nicht nein, das geht nicht, sondern es geht einfach nicht. Anscheinend. Kannst du nicht noch mehr irgendwas machen? Ja, oder machen wir mal. Da bin ich wieder. Du gibst nicht auf! Was ist jetzt? Warum sind Sie wie ein Polizist angezogen? Was meinst du damit? Moment mal, was geht dich das an? Ich versuche nur den blauen Jungs zu helfen, Sir. Sie sehen nicht gerade unauffällig aus. Auf Posten sollten Sie sich ein bisschen mehr anpassen. So? Wie denn? Hier mit dem Gummihandschuh. Ja, der Trenchcoat bringt's nicht. Wie wär's mit Jeans und einem T-Shirt mit einem blöden Spruch drauf? Bauchfrei. Ich schaff's mal. Moment, was tue ich da? Wer bist du überhaupt? Modeberaterin der Newporter Polizei. Soll das komisch sein? Darüber kann ich nicht einmal den Mundwinkel verziehen. Und jetzt lass mich in Ruhe. Aber ich sehe bei ihm nichts anderes, außer dass seine Mundwinkel sich verziehen. Du hast es erfasst. Eine Drohung. Drogen? Ich nehme keine Drogen.